Wir alle kennen es inzwischen. Wir hängen jeden Tag stundenlang am Handy und swipen Tag und Nacht durch TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. Manchmal sogar in Situationen, in denen wir unseren Fokus auf etwas viel Wichtigerem haben sollten. Währenddessen du in den letzten Monaten durch TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts und so weiter gescrollt hast, hast du mit Sicherheit schon viele Kurzvideos gesehen, in denen richtig coole Captions verwendet worden sind, wodurch das Video noch viel interessanter wurde und in deinem Gehirn noch mehr Dopamin ausgeschüttet wurde. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kannst auch du solche coolen Captions erstellen? Genau das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Soll willkommen auch hier an meinem Homeoffice Setup. Und im allerersten Schritt, was du jetzt mal machst, ist Premiere öffnen. Und deswegen würde ich sagen, switchen wir auch direkt mal hier auf meinem Bildschirm. So, und jetzt sind wir auf meinem Bildschirm angekommen. Und wie gesagt, du öffnest jetzt als allererstes mal Premiere und öffnest eben dein Projekt, dein YouTube-Short, dein TikTok, dein Instagram-Reel, was auch immer du schneiden möchtest. Ich habe hier das Ganze einmal kurz vorbereitet. Das ist ein TikTok, das ich vor kurzem mal gepostet habe. Hat auch recht gut performt. Ganz kurzer Premium-Tipp hier in diesem Video. Wenn du hier bei Premiere auf die Arbeitsbereiche gehst, hast du inzwischen hier einmal diese Sektion vertikal. Und wenn du hier draufklickst, hast du einfach den Vorteil, dass dein Preview-Window, also deine Vorschau, einfach viel, viel größer angezeigt wird und du eben viel, viel besser damit arbeiten kannst, wie wenn das Ganze eben so klein ist. Also hier auf jeden Fall kleiner Bonustipp an der Stelle. Aber jetzt zeige ich dir, wie gesagt, wie du automatisch diese Untertitel erstellen kannst, das ganz schnell und simpel. Was du dazu machst, ist folgendes. Du kannst hier oben rechts bei den Arbeitsbereichen einmal auf Untertitel und Grafiken klicken. Und dann sollte sich dein Fenster dann auch verändern und so aussehen. Und hier links oben hast du dann eben auch diese Option Text. Ja, wenn du das gerade noch nicht siehst und vielleicht bei den Effekteinstellungen bist, einfach hier einmal auf Text draufklicken. Und was du jetzt machst, auch ganz simpel, ist hier oben auf Sequenz transkribieren klicken. Wählst es einmal aus, wählst hier die richtige Sprache aus, je nachdem auf welcher Sprache du eben dein Video aufgenommen hast oder das von einem Kunden eben ist. In meinem Falle ist es jetzt Deutsch. Wählst es einmal aus, kannst hier bei der Audiospur eben die Audiospur auswählen, wo dein Gesprochenes ist, also wo der Text eben von raus analysiert werden soll. Bei mir ist es jetzt Audio 1 und dann klickst du einfach auf Transkribieren und dann siehst du, das Ganze wird hier automatisch erstellt. Das Ganze dauert dann eine Sekunde, je nachdem wie lang dein Video ist und wie schnell dein Rechner ist. Natürlich dauert das ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, aber ist auf jeden Fall recht flott. Und jetzt siehst du schon, wird uns hier eben der Text angezeigt, der hier gesprochen wird. Das heißt, wenn ich hier in der Timeline ganz vorne anfange und das Ganze einmal durchlaufen lasse, sehen wir jetzt hier oben gleich, wie quasi hier der Text mitgelesen wird. Also ich kann dir das Ganze einmal zeigen. Ich drücke hier einmal auf Abspielen. Zack, und du siehst, hier wird wirklich Wort für Wort quasi mitgelesen und das Ganze eben wurde automatisch erkannt. An dieser Stelle gebe ich dir jetzt auf jeden Fall den Tipp, kontrolliere das Ganze selber einmal nochmal, vor allen Dingen auch mit Zeichensetzung und so weiter. Man muss sagen, Premiere ist da wirklich schon sehr, sehr gut, aber es versteht manchmal einfach manche Wörter falsch. Dann steht ein Wort da, das sehr ähnlich klingt, aber eben nicht das, was du gesagt hast. Deswegen kontrolliere das einmal von vorne bis hinten. Geh einfach einmal an den Anfang mit deinem Cursor, spiele das Ganze ab und lies hier einmal komplett mit und korrigiere das Ganze, wenn es wäre. Ist auch ganz einfach, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie das Wort hier kannst falsch wäre, dann gehst du einfach hier hin, machst einen Doppelklick und kannst dann eben aus kannst, weiß ich nicht, das Wort halt verbessern. Den Fehler, den halt Premiere gemacht hat, ausbessern. Ich brauche jetzt gerade aber nichts ausbessern. Und das Ganze machst du eben einmal von vorne bis hinten, dass eben auch alles stimmt. Manchmal hat Premiere auch ein paar Fehler drin, was die Zeichensetzung angeht. Also da wird mal ein Punkt zu viel oder zu früh gesetzt oder zu spät. Bedeutet, hier einmal abchecken. Aber wie gesagt, grundsätzlich auf jeden Fall sehr, sehr gut da schon diese künstliche Intelligenz. Und im nächsten Schritt, was du jetzt eben machst, ist hier oben einmal auf dieses CC-Icon klicken. Und hier steht schon Untertitel erstellen. Hier klickst du jetzt einmal drauf. Kannst eigentlich alles unbeachtet lassen, außer diese Sachen hier unten. Hier kannst du einstellen die maximale Länge in Zeichen, also wie viele Zeichen auf einmal angezeigt werden sollen.
mehr oder weniger. Je größer das ist, desto mehr Text steht auf einmal da. Je weniger Text steht auf einmal da. Ich bin Fan davon, entweder das auf ganz nach unten zu schieben, dann wird wirklich fast jedes Wort einzeln angezeigt, dann ist es halt sehr, sehr schnell. Oder oft lasse ich es auch so zwischen 20 bis 25, das können wir jetzt einfach mal machen. Die Dauer in Sekunden mache ich immer ganz runter auf 1,2 Sekunden, das hier lasse ich immer auf 0. Bei Zeilen mache ich das Ganze auf einzeln, weil ich einfach Fan davon bin, wenn die Wörter einfach ja auf einer Zeile sind und nicht auf zwei. Kann man aber machen, wie man möchte. Dann drückst du einfach auf Erstellen, zack, und dann wird der Untertitel automatisch erstellt. Das Ganze dauert dann eine Sekunde und jetzt siehst du, hat das Ganze funktioniert. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, sehen wir hier unten in unserer Timeline, dass eben ja hier der Text erstellt worden ist. Und wenn wir das Ganze ablaufen lassen, dann passt es eben auch zu unserem Gesagten. Jetzt ist es aber natürlich so, du möchtest eben noch den Text auch anpassen, weil so ist die Position natürlich falsch, die Schriftart vielleicht noch nicht so, wie du sie haben möchtest und eben auch vielleicht noch kein Schatten und so vorhanden. Dazu klickst du einmal hier auf ein Textteil und hast hier dann die verschiedenen Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Kannst zum Beispiel sagen, okay, du möchtest hier die Schriftart ändern. Wir nehmen jetzt hier mal Poppins, können das hier mittig zentrieren, können dann hier noch Y-Achse nehmen und anpassen. Zum Beispiel hier auf die Höhe ungefähr schieben. Ich sage jetzt, okay, ich möchte alles in Großschreibweise haben, also in Großbuchstaben. Und wovon ich noch großer Fan bin, ist eine Kontur hinzuzufügen. Das mache ich meistens in Schwarz und Größe zwischen 4 bis 8. Aber kannst du natürlich alles machen, wie du möchtest. Und dann hast du den Text soweit angepasst. Jetzt ist es aber natürlich so, wie du siehst, dass noch nicht jeder Text angepasst worden ist, sondern nur das Ganze hier vorne. Hier kann ich dir den Tipp geben, klick hier einmal drauf auf den Text, den du angepasst hast, geh hier zu Spurstil und Stil erstellen und kannst dann hier einfach den ganzen Stil benennen, so wie du möchtest. Ich nenne das jetzt hier einfach mal Test, drück auf OK, dann highlighte ich hier oben einfach diese kompletten Untertitel und wähle dann bei Spurstil Test aus, was jetzt aber schon der Fall ist. Und wenn wir jetzt uns hier das Ganze angucken, dann sehen wir, haben wir unser Video auch direkt mit Untertitel versehrt. Und so einfach ist es wirklich mit Premiere automatisch einen Untertitel zu erstellen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du willst wirklich noch mehr erfahren, wie du wirklich zum Beispiel so einen TikTok aufnehmen kannst, welche Kamera du dafür brauchst, du dich generell für die Content Creation interessierst, für die Fotografie, Videografie in verschiedenen Richtungen, egal ob das jetzt, wie gesagt, für TikToks, für deine Personal Brand sind, für Kunden oder du Imagefilme produzieren möchtest, Fotografie lernen möchtest, dann check hier unten auf jeden Fall mal kurz die Content Creator Academy aus. Das ist ein Online-Kurs von mir persönlich, den ich in den letzten Monaten aufgenommen habe. Da habe ich wirklich in über 100 ausführlichen Videos mein komplettes Wissen über die Content Creation zusammengefasst und das Ganze biete ich jetzt eben auch an. Das Ganze kannst du jetzt von mir lernen für einen super unschlagbaren Preis. Deswegen check den ersten Link mal hier in der Videobeschreibung ab. Und jetzt würde ich sagen, springen wir hier einmal nochmal ganz kurz in Premiere und ich zeige dir, wie du den Text jetzt farblich abändern kannst, um gewisse Wörter zu highlighten. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt hier zum Beispiel das Wort produzieren highlighten, dann wählst du hier unten einmal die Ebene aus, machst einfach hier einmal einen Klick mit dem Textwerkzeug in deinen Text rein und wählst dann das Wort, das du highlighten möchtest, aus. Hier zum Beispiel produzieren, klickst hier eben dann auf die Füllung und kannst hier zum Beispiel so ein schönes Hellblau oder so nehmen, drückst auf OK, zack, und schon ist das Ganze fertig. Und wie du jetzt siehst, wenn wir es jetzt hier einmal durchlaufen lassen, haben wir hier einfach das Wort produzieren gehighlightet. Das, wie gesagt, kannst du einfach verwenden, um bestimmte Wörter aus der Masse herausstechen zu lassen, bei wichtigen Stichpunkten und so weiter. Jetzt könntest du rein theoretisch anfangen, eben das Reel noch weiter auszubauen, das TikTok weiter auszubauen mit B-Roll, Soundeffekten, Emojis und so weiter. Wie das Ganze funktioniert, weißt du bestimmt selber. Wenn du aber mal möchtest, dass ich so ein komplettes Video wirklich mache, so ein ganz ausführliches Video, wie mein Workflow ist, wie ich die TikToks für mich und meine Kunden, die über
Millionen Views bekommen, wie ich das Ganze mache, dann schreib mir das Ganze gerne mal unten in die Kommentare, dann werde ich da demnächst auf jeden Fall auch ein Video zu machen. Ansonsten, wenn du mehr über die Content Creation erfahren möchtest, abonniere auch sehr, sehr gerne einfach hier meinen Kanal auf YouTube. Hier wird in Zukunft immer mehr so Content kommen, wie gesagt, zur Content Creation in verschiedenen Art und Weisen. Jetzt würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, du kannst jetzt auch coole TikToks mit Untertitel versehen oder generell Videos mit Untertitel versehen. Ansonsten gib mir auch sehr gerne dein Feedback unten in den Kommentaren zu diesem Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, dein Tobi. Ciao.